Hallo und herzlich willkommen. Mit Feuerwerk geht's hier in die Folge rein, direkt nach Norwegen. Wir sind unterwegs bei den letzten 4 Springen der Saison. Und da wir sehen, an Position 17 starten wir. Sie sind quasi bei einer Nationenwertung, beim Teamplay Cup, wie es wieder heißt. Dort starten wir. Und um ein bisschen warm zu werden, weil ich jetzt heute wirklich nur die letzten 4 Springen aufnehme, machen wir mal die Probesprünge mit. Wir sehen mit der Rückennummer 17, das sehen wir eigentlich normalerweise relativ selten, aber wir haben ja wieder unsere 3 Deutschen dabei. Mal schauen, wer der 4. im Bunde ist, der hier mit uns mitspringt. Wir versuchen mal das Beste rauszuholen. Schauen, wie weit es geht. Wir sehen schon, aus Luke 3 können wir schon relativ weit springen. Jetzt, während ich das aufnehme, wahrscheinlich jetzt geht die Vierschanzentournee fast schon los, bis das hier erscheint. Aber trotzdem, Severin Freund sehr, sehr gut in Form. Jetzt heute auch wieder ein Springen gewonnen. Ich sage jetzt mal mit Absicht nicht welches, vielleicht gewinnt er ja danach nochmal ein paar, dann kann ich so tun, als hätte ich es danach aufgenommen. Aber auf jeden Fall sehr, sehr gut drauf. Generell die deutschen Wintersportler, auch die Biathleten gehen richtig ab. Haben jetzt auch einen Dreifachtriumph mal bei den Damen gelandet, also läuft schon richtig gut. Jetzt hier heute, wie gesagt, nehme ich nochmal die letzten 4 Springen auf, einfach weil ich noch ein bisschen Entspannung brauche. Das ist wirklich so ein Spiel, das entspannt mich total. Die Windbedingungen sind hier auch sehr gut, man sieht, man kann da sehr schön fliegen. Und wir sind auch lang in der Luft, das ist ganz anders als bei manch anderem Springen die letzten Male. Gerade die letzte Aufnahme hat mich ein bisschen genervt mit dem ganzen Seitenwind. Das macht dann natürlich nicht ganz so viel Spaß. So, Severin ist zufrieden, wir auch. Ist ja wirklich nur Probedurchgang. Und Richie nehmen wir auch noch mit. Und dann werden wir, denke ich mal, schon im Probedurchgang dominieren. Aber es ändert sich ja nichts dran an der Reihenfolge. So, Richard Freitag, der die Saison schon relativ stark unterwegs war, den Gesamtweltcup ja auch souverän gewonnen. Ja, der Absprung war trotzdem noch etwas früh. Aber der Flug war sehr schön. Das macht Spaß, wenn es nicht so windig ist. Mit Aufwind wäre natürlich noch schöner, aber viel Seitenwind, das ist der Horror. Für jeden Skispringer, ich spreche jetzt einfach mal aus Erfahrung. Bin ja schon so häufig Schanzen runtergesprungen, unglaublich. Noch nie, ich kann noch nicht mal Skifahren, um ehrlich zu sein. Ich hoffe mal, das macht nichts. So, Hans Botz ist noch an unserer Seite, der verliert nicht viele Punkte. Wir sehen, dass wir fast 100 Punkte Vorsprung haben im Endeffekt. Also, da sollte eigentlich nicht viel anbrennen. Jetzt geht es wieder aus Luke 3, also machen wir jetzt quasi 6 Sprünge so Richtung rote Linie. Allerdings kommen wir nicht drüber und ich denke mal, auch im zweiten Durchgang wird es schwierig werden. So, jetzt wird es ernst. Absprung gut getroffen. Ein wenig Korrekturen. Landung war aber im allerletzten Moment. Aber das war ein sehr sauberer Sprung. 110,5 Meter. Haltungsnoten 3x19,5, 101,4 Punkte. Saubere Leistung von Andy Wellinger, der ja leider nur Dritter geworden ist, nachdem er noch in der Nachwuchsliga gewonnen hat. Mal schauen, wenn es nächste Saison in die Profiliga geht, wie sich die Springer dann entwickeln. Wieder 101,4 Punkte. Ähnliche Wertung wie jetzt eben schon in der Qualifikation. So, Severin Freund, der Mann in Blau. Mann aus der Blue Man Group. Super Absprung. Ja, aber etwas kürzer, glaube ich. Weiß nicht genau, woran es lag. 109 Meter, 1,5 Meter kürzer, Haltungsnoten ähnlich. Unter 100 Punkte. Das ist das erste Mal, dass wir unter 100 Punkte sind. Ich dachte eigentlich, in der Luft hätten wir es ganz gut ausbalanciert, aber da hat er irgendwie an Höhe verloren. Schauen wir uns gerade mal die Sprunganalyse an. Ja, Start des Landemanövers war nicht perfekt. Balance im Flug eigentlich schon. Okay. Kann ich jetzt nicht so beurteilen. So, Hans Botz ist nicht unter den ersten 5. Bedeutet, er hat jetzt nicht so viele Punkte gemacht. Aber das können wir locker auffangen. Selbst wenn er nicht mitspringen würde, würden wir gewinnen. Jetzt kommt Richie Freitag, unser bester Springer der Saison. Der aber gleich mal einen ordentlich vermurksten Sprung hierhin macht. Aber gerade noch jeden Zentimeter hier rausgekitzelt, nur 108,5 Meter, aber da Absprung zu spät, dann noch verdreht vom Schanzentisch weg, bis man die Position korrigiert hat, hat man Höhe verloren, nur 93,3 Punkte, Haltungswertung nur 17,5 vom Deutschen. Eieieiei, aber macht nichts. Richie Freitag auf Platz 3, Hans Botz mit 68,8 jetzt im zweiten Durchgang etwas schwächer. Wir können es uns ja mal anschauen. Da ist er doch, der Hans Botz mit 83,9 Wachseinstellung.
Hat einfach nicht die richtige Einstellung zum Wachsen, der Mann. So, aber einen schönen Anzug hat er. Vielleicht können wir ja einen noch in, ganz in Weiß machen. Wie wäre es mit Andy Wellinger? Die anderen haben wir ja schon auf Blau und Rot festgelegt. Jetzt schauen wir mal, diese Perspektive hasse ich ja. Auch im Live-Springen immer, wenn es von vorne gezeigt wird. Und wo landet er? Ein guter Flug eigentlich. Die Landung war natürlich Mist. Mensch, Hans, das hast du nicht gut gemacht. Dreimal die 18 bei der Landung. Für diese Landung, Wahnsinn. 76,2 Punkte, aber verbessert im zweiten Durchgang. Aber immer noch keine Superleistung. Damit ist er aber trotzdem, hat er ein bisschen was gut gemacht. Zweiter mit 145 Punkten. Das ist doch sehr ordentlich. So, jetzt kommt Andy Wellinger. Unser erster Springer, selbstgesteuerter Springer im zweiten Durchgang. Und mal schauen, wie weit es jetzt geht. Der Absprung war viel zu früh. Aber es geht trotzdem Richtung rote Linie, aber da ist noch was drin. Bestimmt noch 2-3 Meter. Aber die 120 zu knacken wird schwierig. Ja, aber da war ich viel zu voreilig beim Absprung. In der Luft war es auch nicht perfekt, aber 106,6 Punkte. Allerdings, ob er damit nochmal weiter nach vorne kommt, schauen wir es uns mal an. Konstantin Kolbinger hat sich da jetzt noch auf Rang 2 vorgeschoben. 163,3 Punkte. So, Severin, der Sprung im ersten Durchgang war eigentlich sehr ordentlich. Aber irgendwie hat es nicht so ganz gelangt. Der Start des Landemanövers war nicht perfekt. Mal schauen, was jetzt drin ist. Absprung gut getroffen. Oh. ja. Ich glaube, ich wollte etwas weit springen. 116,5 Haltungsnoten sind natürlich im Eimer. Nur 97,2, da habe ich die rote Linie gesehen, vor allem nach dem perfekten Absprung habe ich gedacht, komm, wir reizen es aus bis zum Schluss. Landemanöver gerade noch so, ansonsten war der Sprung richtig gut. Schade, aber es reicht immer noch zu Platz 3 für Severin Freund, jetzt geht's um den Sieg. Freitag, der ja einen richtig schlechten ersten Durchgang hatte, aber jetzt zweimal durchschnittliche Sprünge der Konkurrenz. Jetzt einen raushauen, so Richtung 115, 16 Meter, dann ist da der Sieg doch noch drin. Jawohl, der war gut. Oh, es ruckelt, es ruckelt, es ruckelt, es ruckelt. Es ruckelt. Ah, nein, nein. Ach, das gibt's doch nicht. Ach, Mensch. Scheißspiel. Warum ruckelt's denn ausgerechnet jetzt? Ich hab's noch versucht auszubalancieren. Keine Chance. Ach, wie ärgerlich. So einen guten Sprung gemacht im zweiten Durchgang. Naja, okay. Team Deutschland gewinnt mit 120 Punkten Vorsprung. So ohne Hans Botz hätten wir nicht gewonnen. Das ist schon mal ein klares Zeichen, dass wir nicht so gut waren. Das war jetzt ärgerlich. Verdammt. Naja, gestürzt. Oh. Verletzt. Minus 2 Motivation. Nicht gut, wobei der Severin Freund ja noch nicht mal so richtig gestürzt ist. Also das war ja... hier eine Haferlandung. Oh, jetzt geht's nach Vikersund und es gibt blöden Seitenwind. Och, wie ärgerlich. 207 Meter Schanze und es gibt richtig bös Seitenwind mit böigem Wind. Och, ist das doof. Aber jetzt ist das ist quasi die größte Schanze, die es hier im Spiel gibt. Aber das ist natürlich richtig ärgerlich. So einen blöden Seitenwind. Lieber den Wind von eben. Wir werden jetzt sehen, da wird er ordentlich vom Winde verweht. So, mal schauen, wie weit es geht. Die Fliegerfähigkeiten sind natürlich noch nicht da. Aber mit dem Wind schon mal gar nicht. Immerhin die Aufgabe haben wir gelöst. 152,5 Meter. Weiter sind wir noch nie geflogen. Neuer Rekord. 78 Punkte. Kann man sehr zufrieden mit sein. Ja, nicht wirklich, aber... Das ist wirklich blöd, weil ich habe mich jetzt sehr aufs Skispringen gefreut. Das kommt ja auch noch Oberstdorf und Bad Mitterndorf kommt, glaube ich, noch. Also nochmal zwei, wo wir richtig schön weit fliegen können. Die Motivation müssen wir wieder ein bisschen hochtreiben und das Gewicht. Also Gewicht runter, Motivation hoch. 0,1 Punkt bei Motivation hat das gebracht. Are you kidding me? So, zwischen 151 und 163, wenn wir so weit kommen. Eben sind wir 152,5 gesprungen. Also,
Da müssen wir quasi neuen Rekord springen. Neuen Vasi-Rekord. Aber mit Richie Freitag kein Thema. Wobei er ja gar kein guter Flieger ist. Also schon ein guter, aber jetzt kein überragender wie Severin Freund. Boah. Kommen wir überhaupt dahin? Nee, oder? Nee. Scheiße. Da hat es aber komplett nach dem Absprung verrissen. Das war jetzt nicht so gut, aber es haben ja, boah, haben 6 Meter gefehlt bis zu den 151. Na, die Trainingsaufgabe hat mal nicht geklappt, aber es ist ja gut, dass das mal so ein bisschen herausfordernd ist. Achso, ich darf ja keine Punkte vergeben. Jo, das habe ich mir anders vorgestellt. Eben noch. Ja, jetzt hat er wieder bei den Damen Zuspruch gefunden an die Wellinger. So, was sollen wir hier machen? Eine Telemark-Landung. Ja, das kriegen wir doch hin. Rekord 185 Meter, den ich natürlich eigentlich schon mal pulverisiert habe beim Training, beim Übungsmodus. Bin ich, glaube ich, fast 220 Meter gesprungen. Ich weiß es gar nicht mehr genau. Aber ich habe gesehen, dass man da auch 240 Meter oder sowas springen kann anscheinend. Boah, das haut dann immer so zur Seite weg. Und die Skier, die wehen hin und her und hin und her. Es macht überhaupt keinen Spaß zu fliegen. Das ist auch 150,5 Meter. Da hätten wir die Aufgabe von eben wieder nicht geschafft. Aber wir sollten ja nur einen Telemark machen, das haben wir auch geschafft und wir kriegen nur 18,6 Punkte. Da sehen wir, dass unsere Flieger, unsere Springer doch immer noch sehr, sehr ausbaufähig sind. Wir sind ja auch erst in der zweiten Saison, noch nicht eine Saison im Profi-Cup geschafft. Am Ende der ersten Saison werden wir dann, denke ich mal, auch vorne mitspringen. Ich weiß gar nicht mehr, wie das war. So, hier geht es etwas besser. BMI ist leider nicht runtergegangen. 74 Kilo hat der alte Mann hier noch, der alte Mann, der junge Mann. Ist ja der jüngste Springer im deutschen Team. Ich weiß gar nicht, ist er so um 20 wird er jetzt sein? Ist er 19, 18? Weiß gar nicht. Auf jeden Fall sehr, sehr intelligenter Springer. Gefällt mir in Interviews auch immer sehr gut. Sehr sachlich, sehr ruhig. Also durchaus sympathisch. Die Probedurchgänge lasse ich jetzt mal weg, auch wenn es Skifliegen ist. Aber mit dem Seitenwind macht das eigentlich keinen Spaß, muss ich ganz ehrlich sagen. Mal schauen, ob wir überhaupt in Führung gehen. Vikersund wirklich eine geile Schanze. So, Absprung gut getroffen. Ja, gut, da war ich jetzt ein bisschen früh im Landemanöver. Aber das war der weiteste Sprung bislang, 155,5 Meter, auch deutlich über die blaue Linie, aber wir haben ja nur die Rückennummer 17, da werden also noch einige andere kommen. 81,6 Punkte ist aber mehr als in Ordnung. Denke ich mal. Konstantin Kolbinger auch nur 59,2. Jetzt auch keinen Supersprung gemacht. So, Severin Freund kommt jetzt. Wieder mal unser Blue Man Group Mitglied. So, da verweht es uns wieder leicht. Man muss immer gegenarbeiten, immer gegenarbeiten. Oh. Das sah aus, als würde er da hinknödeln. 157,5 Meter etwas weiter, aber die Haltungsnoten sind schlechter. Das ist beim Skifliegen halt schon, finde ich, ein bisschen überbewertet, die Haltungsnoten. Dann bekommt natürlich dementsprechend nicht so viele Weitenpunkte. So, wir führen trotzdem doppelt, haben also die Konkurrenz doch deklassiert. Und man sieht auch, wie böig der Wind ist. Eben gerade war es mal relativ ruhig und dann kommt da so eine richtige Böe rein. Also sehr unkontrollierbar. Jetzt mit Severin Freund mal schauen. Ja, da verdreht es. Boah, da schlägt es aber ordentlich in die Skier. Also das waren jetzt die schlimmsten Bedingungen. Zum Glück haben wir die Haltung noch relativ hinbekommen. Könnte nur 19 sein, hoffe ich mal. 19,5, 18,5, 75,7. Wieder nur Platz 3 für Richie Freitag. So ist das doof. Jetzt gibt es zum Glück noch mal ein bisschen mehr Anfahrt. Da kriegen wir auch mehr Höhe. Dann schleichen wir den Hang entlang. Hans Botz 54,5 ist in Ordnung. So, der zweite Durchgang. Der Wind dreht hier komplett durch. Ah, ist das blöd.
Wow, ja, super. Alter Schwede, wie die Skier da hin und her fliegen. Das irritiert auch. Du weißt gar nicht mehr, wohin du korrigieren sollst, weil du gar nicht mehr weißt, jetzt nach links oder rechts. Die Haltungsnoten dreimal die 19,5 für so einen unruhigen Flug. Die Landung war natürlich in Ordnung, aber wenn man sich das nochmal anschaut in der Wiederholung, es war ja ein Gezappel in der Luft. Abschwung war ordentlich da rüber und jetzt links, rechts, wie so Scheibenwischer. Ja, die Landung war in Ordnung, aber natürlich weit von perfekt entfernt. Da 63 Punkte nur, das ist ja wie in der Nachwuchsliga. So, Severin, jetzt aber mal einen Sprung. So, der sieht doch mal ordentlich aus. Oh, uiuiui. Endlich mal bessere Windbedingungen. Ach Mist, das habe ich nicht. Aber da sieht man mal, wie groß die Unterschiede da sind. Aber das finde ich auch cool gemacht im Spiel. Das finde ich wirklich gut, dass man auch in diesem Spiel dann unterschiedliche Windbedingungen hat. Natürlich ist es ein bisschen ungerecht, aber da habe ich jetzt natürlich einen Absprung vermasselt. Das war mein Fehler, ganz klar. Aber es reicht ja und vor allem neuer Rekord für uns, über 170 Meter. Mal schauen, ob wir jetzt nochmal eine gute Windphase erwischen. Doch, 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 doch. Jawoll, der war doch super. Da haben wir hinten raus dann nochmal ein bisschen besseren Wind gehabt. Da haben die Skier nicht ganz so viel rumgeschlagen. 178,5 Meter, da sind wir doch noch an den K-Punkt rangekommen. Knapp dran gescheitert, schade. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Also ich hatte ehrlich gesagt schon aufgegeben. Aber das war ein richtig guter Sprung. Aber da sieht man mal, was bei besseren Windbedingungen möglich gewesen wäre. Aber da sieht man relativ ruhig, da geht der linke Arm immer mal ein bisschen raus zum Korrigieren. Aber an sich war das ein richtig guter Sprung. Ja, alles in den 90ern, das ist wichtig. Und damit gewinnen wir natürlich auch den zweiten Teil des Teamplay Cups oder wie das Ding auch immer heißt. Nationen Cup Amateur, ja, von mir aus. Da gewinnen wir natürlich auch. Und da haben wir erst einmal ein bisschen Skifliegen gemacht. Finde ich sehr, sehr cool gemacht. Macht auf jeden Fall richtig Laune. Jawohl, das ist ja wohl logisch. 105 und natürlich ist er wieder dicker geworden. Er wird immer dicker. 77,2 Kilo. Das ist doch echt ein Witz vom Spiel. Also habe ich nie so drauf geachtet früher. So, Rückenwind in Oberstdorf. Also Oberstdorf ist dann natürlich keine Skiflugschanze. Aber es geht nochmal nach Bad Mitterndorf. Und vielleicht können wir ja hier ja, mit Rückenwind 115 Meter mal schauen, ob das vielleicht im zweiten Durchgang drin ist. Dieser Nationencup ist ja nie so interessant. Ich freue mich auf jeden Fall schon auf die Profisaison nächstes Jahr. Da können wir dann Vierschanzentournee und alles mitnehmen. Und es wird auch wahrscheinlich relativ zur Vierschanzentournee erscheinen. Deswegen ist es eigentlich ganz gut getimt, auch wenn es purer Zufall war. Ich könnte jetzt so tun, als ob das alles von langer Hand geplant war. Und das war auch wieder suboptimal von mir. Ja, das war mehr als suboptimal, meine Güte. Wieder ein bisschen mehr konzentrieren. Aber die Trainingsaufgabe werden wir geschafft haben. Sie, mein Freund, tut auch so, als hätte er nur sein Tagewerk beendet. Er ist zufrieden. So. Das hätten wir erledigt. Ein bisschen motivierter kann er, wie gesagt, sein und abnehmen muss er. Jawohl, gleich mal ordentlich abgenommen hier, der Mann. Naja, okay. Immer noch zu dick. So, Richie Freitag hat gewonnen. Es geht ja im Teamplay Cup immer so ein bisschen unter. Und da machen wir jetzt mal einen ordentlichen Sprung mit ihm hier in Oberstdorf, was ja nicht so meine Lieblingsschanze ist. Vor allem Hillside ist 137 und 115 ist nur der Rekord. Da sieht man mal, was da eigentlich drin ist. Ich meine, der Schanzenrekord wäre eigentlich 143 Meter. Ist das nicht immer noch Sigurd Pettersen, der da mal 143,5 Meter oder sowas gesprungen ist? Die Schanzen werden ja immer größer. Weil der ist doch besser getroffen. Also mit dem Rückenwind, da sieht man auch, wie schnell man da Richtung Boden gedrückt wird. Ist auch immer ganz schön gemacht, dass der Springer dann quasi so ein bisschen von der Kamera wegfährt. Also dass er kleiner wird und wenn man Aufwind hat, dann kommt er näher ran. Also wie gesagt, dieses Gefühl, was man hier hat mit der Maus, während der springt, das ist schon richtig gut gemacht. Sehr sensibel oder sensitiv, wie man das auch immer nennen will. Richtig cool.
Ich würde mich sehr freuen, wenn es mal wieder ein neues Skispringen geben würde. Da ist, denke ich mal, durchaus Potenzial, auch ein Markt da, glaube ich. Ach, das ist doch echt zum Kotzen. Kann man den nicht mal irgendwie so Balotelli-mäßig einen zur Seite stellen? Das sind ja alles Balotellis hier, die wir haben. Unprofessionell. Ah, Björn, einer um Hören hält hier also quasi den Rekord. Mein Lieblingsspringer ist ja immer noch Atle Pedersen Rönnsen. Das ist einfach ein Traumname. Also ich soll irgendwo landen. Ja, ist ja wurscht. Dann landen wir nochmal mittendrin. Absprung haben wir mal natürlich mit Absicht vermasselt. Zwinker, zwinker. Ne, so gut. Die Trainingssprünge haben wir jetzt hinter uns gebracht. Ich mache die immer mit in die Folgen, kann die natürlich auch rausschneiden. Aber da kann man immer noch so ein bisschen quatschen nebenbei, was einem gerade so einfällt. Nämlich gar nichts, meistens. So, Motivation is important. Oh, da haben wir noch Punkte. Ja, ein bisschen abgenommen hat er noch. Und dann geht es in den vorletzten Wettkampf der Saison nach Oberstdorf. Und ich glaube, die 115 Meter sind utopisch. Auch mit mehr Anlauf wird das sehr, sehr schwierig. Aber bin immer noch ein bisschen geflasht von den letzten beiden Sprüngen eben. Die waren schon richtig geil. Und da sieht man, wie cool Skispringen eigentlich ist. Ich klicke mal schnell weg, damit man den Grafikfehler nicht sieht. So, das machen wir alles wieder weg. Quali-Sprung brauchen wir, denke ich mal, nicht. Die Russen führen. Ach, das ist ja eine Überraschung. Aber wahrscheinlich, weil Björn Dmitrijew so einen guten Sprung hatte. Weiß nicht, ob er das im zweiten Durchgang nochmal wiederholen kann. Jetzt wieder auf heimischem Boden zurück in Oberstdorf. Andy Wellinger eröffnet für uns den ersten Durchgang. Wind kommt konstant von hinten. Ich muss quasi gar nichts korrigieren. Und deswegen springe ich auch erstmal so scheiße. Mist. Na, vielleicht ist der Schanzenrekord doch drin. 105 Meter, wenn ich einen Absprung besser getroffen hätte. Ich habe echt das Gefühl, dass ich am Anfang, als ich noch kein Training hatte, besser gesprungen bin als jetzt. Aber das geht mir irgendwie immer so. Das war damals schon so. So, für die Führung reicht es natürlich dicke. Ja, auch auf der großen Schanze. Wir sehen daneben ja noch die kleine Schanze in Oberstdorf. Generell schön viele Schanzen hier mit drin und alle auch ein bisschen anders vom Aus. Jo, der geht, der geht, der geht, der geht, der geht. Jawohl, den haben wir sauber getroffen. Auch die Landung war sehr schön. Da könnte man eigentlich die 20 ziehen. Yes. Dreimal die 20. Eine wird gestrichen. Der Japaner hat gerade wahrscheinlich Fernsehen geguckt, parallel. Keine Ahnung, was der da gesehen hat, aber 103,3 Punkte. Trotzdem habe ich das Gefühl mit Severin Freund, im Flug ist er nicht der Beste. Und schon das zweite Mal, dass der Sprung eigentlich richtig gut war und der trotzdem relativ früh runterkam. So. Jetzt kommt Richie Freitag. Mal schauen, was mit ihm drin ist. Na, der Wind ist ein bisschen stärker. Na, sauber getroffen. Auch sehr ordentlich, aber auch nicht überragend. 104,5 Meter. 97,6 Punkte. Ja, das waren jetzt alles gute Sprünge, aber keiner, wo ich sage, wow, der reißt mich aber jetzt vom Hocker. Mal schauen. Start des Landemanövers war nicht perfekt, ansonsten war der echt super. Nur die Landung war nicht gut. So, haben wir direkt mal 140 Punkte Vorsprung. Oh, Hans Botz hat hier noch einen rausgehauen. Die Russen. Ja, Björn Dmitrijew, jetzt ist er komplett eingebrochen. Trainingsweltmeister, aber das ist ja irre, da haben wir ja. Hätten wir ja zwei Hans Botz rausnehmen können. So, Andy Wellinger, Hans Botz wieder in Führung. Sehr guter erster Sprung. Das bedeutet, der Sieg ist quasi schon eingetütet. Und jetzt geht's auf Schanzenrekordjagd. Mal schauen, ob wir an die rote Linie kommen. Vielleicht ja sogar drüber hinweg. Los geht's mit Andy Wellinger. Absprung getroffen. Leicht korrigieren, aber der sieht gut aus. Knapp dahinter. 114 Meter. Habe ich aber auch die Landung bis zum Schluss ausgereizt. Kostet natürlich ein bisschen Haltungsnoten.
Mal schauen. Ist auf jeden Fall drin. 114 Meter war schon ziemlich optimal. Von den Werten her. Ja, das sieht richtig gut aus. So, das wird ja ein deutscher Vierfachsieg mit Hans Potz dahinter. So, Severin Freund, mal schauen. Wie gesagt, Schanzenrekord 115 Meter. Nee. Hat auch schlechtere Bedingungen gehabt. Das hat man gesehen, 110 Meter nur. Da verliert er 4 Meter und feiert sich selbst, als hätte er gerade die Vier-Schanzenturnier gewonnen. Auch wieder einen ganz verkniffenen Arsch, der Mann. So. Das war leider nichts, aber nur knapp hinter Andreas Wellinger, der es im zweiten Durchgang dann gewuppt hat. Jetzt kommt Richie Freitag, unsere letzte Chance, die 115 Meter zu knacken und damit den nächsten Schanzenrekord aufzustellen. Was dann ja hoffentlich nächstes Jahr häufiger mal passieren wird. Da könnte genau 115 sein. Nein, halber Meter. Scheiß doch die Wand an, ey. Gibt's doch nicht. Halber Meter fehlt zum Schanzenrekord. Oder ja, ein Meter eher. Man muss ihn ja überbieten, um als neuer Rekordhalter zu gelten. Schade. Das war knapp. Da sind wir leider ein bisschen verdreht rausgekommen nach dem Absprung. Da musste man ein bisschen korrigieren. Balance im Flug war trotzdem ziemlich gut. Startes Landemanöver ist leider nicht. Aber da waren wir dicht dran. Und natürlich gewinnt Richie Freitag mit 116,1 Punkten. Fast doppelt so viel wie die Konkurrenz. Und Deutschland führt im Teamplay Cup. Und jetzt geht es nochmal zum Skifliegen nach Bad Mitterndorf, die etwas kleiner ist als Vikersund. Aber mal schauen, ob wir da vielleicht doch... Ui... Sie treffen einen ehemaligen Schulkameraden, der ihnen früher beim Sport im Haus auch überlegen war, wie sich die Zeiten noch ändern. Heute wiegt der Mann locker 2 Zentner. Oh, ist ja gemein. Naja, gut, viel weniger wiegt er auch nicht. So, und der Wind kommt, ja, leicht von vorne. Sehr schön. Zwischen 150 und 160 sollen wir landen. Noch sonst noch Wünsche. Bad Mitterndorf ist nicht viel kleiner als Vikersund, aber zwischen 150 und 160, okay, ich versuch's. Ah, das ist ja schon sehr kleiner Radius. Hm, ja, okay, schade, ich würde die Schanze natürlich gerne ausspringen. Oder den Sprung zumindest normal machen. Okay, oh, ist aber schon geil. Okay, der müsste gesessen haben, aber der wäre noch deutlich weiter gegangen. Na, da freue ich mich jetzt drauf. Das wird ein cooler Saisonabschluss. Wind kommt doch relativ von vorne. 149 Meter. Sollten wir nicht zwischen 150... Nochmal schauen. Das hat nicht gereicht. Ernsthaft? Sind wir nicht im blauen Ding gelandet? Na toll. Immerhin hat er ein bisschen abgenommen. Ja, scheiße. So, Motivation kriegen wir plus 2. So, mindestens 43 Punkte. Jetzt dürfen wir zu Ende springen mit Richie Freitag. Mal schauen, was aus Luke 3 so drin ist. Habe ja schon häufiger mal gesagt, dass ich es blöd finde, dass man hier im Training nicht aus Luke 4 springen kann. Kein Springer der Welt wählt sich eine Luke aus, wo er schon so früh runterkommt. So, jetzt mal schauen, was drin ist. Der Wind kommt natürlich leicht schräg von vorne. Och! Eieiei. Das war überhaupt nichts. Nee, der war komplett vermurkst. Naja, gut, dass es im Training passiert. Ich hoffe mal, dass wir es von der Punktzahl schaffen. Ja, dicke. Also das war gar nichts. Naja, wie gesagt, besser im Training als jetzt beim Springen an sich. Nehmen noch mal ein bisschen ab und machen mal ein bisschen Sprungkraft. Jawohl. Er ist jetzt mit fast überall 63er Werten, ist er schon sehr weit. So, ja klar, natürlich. Geld, Geld, Geld. Andi Wellinger muss ja auch zunehmen. Ich meine, so viel wie der frisst.
muss das Geld ja herkommen für den ganzen Schoki. So, und jetzt aber nochmal konzentriert. Ich hoffe mal, wir können jetzt mal über die 170 springen. Ach, diese Pixel. Schaut sie euch an. Das ist High Quality. So, jetzt müssen wir leider los, auch wenn der Wind immer noch ein bisschen von der Seite kommt. Geht aber immerhin. Ja, sauberer Sprung, aber na, die Windbedingungen, es wird wieder sehr variieren, denke ich mal. 161,5 Meter. So richtig zufrieden ist er auch nicht. Es gibt überhaupt keine Regung vom Andi Wellinger. Also, es zeigt schon, der Sprung war nicht gut. Ah, jetzt jubelt er doch. Er ist da, weil er alleine unterwegs ist. So, haben wir geschafft. 55 Punkte sollten wir machen. Muss wieder ein bisschen abnehmen. Ein bisschen motivieren müssen wir ihn auch wieder. Naja, hat aber gut geklappt. Dann geht es jetzt in den letzten Wettkampf der Saison, bevor es dann in der nächsten Folge in die Profisaison geht. Wie gesagt, freue mich wie Bolle drauf. Endlich gegen die Jens Hinterwald, Christoph Nager und Silber irgendwas zu springen. Ich werde natürlich dann immer die richtigen Namen so sagen, soweit ich sie dann auch noch kenne. So, einen Probedurchgang nehmen wir jetzt nochmal mit. Zum Saisonausklang und vor allem Aufwind auf einer Skiflugschanze. Mal schauen, ob wir mal richtig ins Fliegen kommen. Das war jetzt eben in den Trainingssprüngen noch nicht so der Fall. Okay, der Absprung war super. Ach, wenn wir den jetzt mal im zweiten Durchgang hätten. So ein Sprung. 175 Meter. Das war richtig gut. Der dicke Andi hat es gerobbt. Da hinten sehen wir eine schöne Burg. Wie gesagt, grafisch ist es für 2007 ist das absolut ordentlich oder 2006. Da hinten ist natürlich die Texturen, ja, naja, nicht wirklich schön, aber wen juckt's? So, natürlich springen wir. Und jetzt kommt Severin mal schauen, ob wir da einen ähnlich guten Sprung machen. Der Wind dreht gerade ein bisschen rüber. Naja. Ein bisschen verdreht vom Schanzentisch. Aber jetzt können wir in die Flugposition kommen. Können wir noch ein Stück rausholen und landen in einem ähnlichen Bereich. Zwei sehr gute Sprünge, 174 Meter, 1 Meter kürzer, Haltungsnoten ähnlich. Also da waren zwei sehr gute Sprünge jetzt dabei. Das Publikum, jawohl, er nickt mit dem Kopf und hält sich den Bauch. Nicke mit dem Beat und bewegt deinen Arsch. So. Jawohl, Richie. Hoffentlich fährt er nicht hoch, weil da hinten geht es dann direkt runter. So, der Wind dreht auch gerade ganz passabel für uns. Mal schauen, was da drin ist. Jawohl, ah, der Wind kommt eher von der Seite. Jetzt dreht er ein bisschen, aber da haben wir oben verloren. Nee, da war nicht mehr drin. Haben wir direkt nach dem Schanzentisch einfach verloren, wenn der Wind so reinpfeift. Der Sprung war trotzdem nicht schlecht, aber wie gesagt, bei den Bedingungen dann schwierig. So, wir liegen überraschenderweise 140 Punkte in Front. Das ist schon happig. So, Tapio Petersen. So, mal schauen, aber die ersten beiden Sprünge waren natürlich auch einfach super. Ich glaube nicht, dass wir das jetzt nochmal so hinbekommen. Na, jetzt dreht der Wind auch gerade nach rechts. Ich glaube, das wird nichts mit Andy Wellinger. Mal schauen, was bei rauskommt. Absprung war perfekt. Wind kommt trotzdem ziemlich von der Seite rein. Ja, nee, hat man dann auch wieder gesehen. Da geht es dann doch bergab, wenn die Skier hin und her schlagen, verliert man automatisch an Höhe. In Anführungszeichen nur 170 Meter. Der war eigentlich in Ordnung. Ah, Jubel, der freut sich. Aki Hurme. Achso, ich wollte gerade schon sagen, hä? Aber die ändern da immer wieder den Namen. Für jeden Springer finde ich super. So, jetzt müsste Aufwind sein. Wenn der Wind jetzt nicht gleich wieder dreht. Severin Freund, ab geht die Post. Absprung getroffen. Und jetzt zieh, ja, kommt auch wieder seitlich. Kommt auch wieder seitlich, kommt auch wieder seitlich. Und noch eine Haferlandung. So eine Scheiße.
Nur 79,9 Punkte, 164,5 Meter, das war nix. Aber das war wieder der Wind, der da richtig von der Seite reingehauen hat. Also jetzt zweimal schlechte Windbedingungen. Jetzt schauen wir mal, wir warten mal mit Richie Freitag ein bisschen. Wir müssen jetzt los, dann müssten wir eigentlich Aufwind haben, wenn wir am Schanzentisch sind. Absprung getroffen. Auch viel korrigieren. Nee. Also, wie gesagt, wenn die Skier so hin und her schlagen, dann ist es schwierig, auf eine große Weite zu kommen. Haltungsnoten 20 zeigen eigentlich, dass das ein guter Sprung war. Ich finde dieses 49-Games-Zeichen eigentlich ganz cool. Den beiden Würfeln mal schauen, woran hat es gefehlt. Start des Landemanövers, aber da ist ja nicht mehr so viel rauszuholen. Ansonsten war es halt, da sieht man jetzt gleich wieder, wie die Skier hin und her schlagen. Da fängt es an und dann verliert man halt richtig schnell an Höhe. Also enttäuschender erster Durchgang, nachdem der Quali-Durchgang echt super war. Und jetzt schauen wir mal mit noch mehr Anlauf, was drin ist. Mit Andy Wellinger, wir starten mal direkt. Versuchen, einen guten Wind zu erwischen, wo ich aber glaube, dass das gerade ein sehr ungünstiger Moment war. Uiuiuiuiui. Eieieiei. Krieg echt zu viel. Darf doch nie wahr sein, aber komplett verzogen. Also ich habe trotzdem das Gefühl, dass das manchmal an der Maus liegt. Wie gesagt, eine kabellose Maus, die nicht so genau ist wie natürlich eine andere. Das war ja überhaupt nichts. Meine Güte. Nun gut. Wir haben noch zwei Chancen, mal einen guten Sprung zu machen. Ich warte noch mal kurz. So, jetzt könnte es gehen. So, jetzt haben wir nur noch einen Versuch, einen guten Sprung zu machen. So eine Grütze, 171,5 Meter, das schaffen wir doch mit einer Luke weniger mit einem guten Sprung. Wir haben 175 geschafft. So ein Mist. Das war ein richtiger Scheißsprung. So, Richie. Jetzt liegt's an dir. So, ich werde jetzt gleich die Klappe halten. Der war gut, aber war natürlich nicht gut genug, um über die rote Linie zu fliegen. Aber 178 Meter jetzt mal mit hoher Konzentration gespielt. Die waren schon ordentlich. Damit wird er deutlich gewinnen, Richie Freitag. So wie die komplette Saison gelaufen ist, lief auch heute das Springstart. Das Landemanövers war absolut schlecht mit 84%. Was soll's, Richie Freitag, souveräner Sieger heute. Und Deutschland gewinnt den Nationencup und natürlich steht Hans Botz wieder stellvertretend für uns oben, weil er ja absolut der beste Springer war. Finde ich immer sehr witzig. So, damit wäre die Saison rum und wir haben da den ersten und natürlich wieder Abrisskis, was für Touristen, natürlich wieder Fitness minus 1. So ein Vollidiot. So, Saison können wir beenden, dann kriegen wir ja die Übersicht gleich ohnehin nochmal geliefert. Deswegen machen wir das jetzt mal schnell durch. So, da sehen wir Saisonauswertung. Severin Freund, Zweiter im Weltcup, Zweiter bei unserer persönlichen Vier-Schanzentournee, Erster bei der 49-Games-Tournee und natürlich Nationencup haben wir gewonnen. Er ist inzwischen schon 17 Jahre alt. Meine Güte, die Karriere geht auch langsam am Ende zu. So, Kontostand 24.900, Erfahrung 273.000, da können wir ja mal schauen. Ein bisschen mehr sogar als Richie Freitag, der nur 271.000 hat. Der ist Erster, Dritter und Erster geworden, hat quasi die beiden wichtigen gewonnen, nur die 49-Games-Tournee nicht. Und Andreas Wellinger hat am wenigsten Erfahrungspunkte, Dritter, Zweiter, Erster, also auch der Schwächste dieser Saison gewesen. Und damit haben wir alle drei in die Profiliga hochgebracht. Nein, wir wollen keine neue Saison beginnen, aber was ich jetzt gerade mal zeigen möchte noch,
So zum Spaß als Abschluss der Saison. Dann gehen wir doch nochmal nach Vikersund. Achso, müssen natürlich noch den langen Anlauf wählen. Wir wählen uns den besten Springer aus, den es hier gibt. Das ist dieser gute Mann hier, Kimmo Kinnunen. Wachs müsste man hier manuell selber machen. Das Wetter ändern wir natürlich noch in super Aufwind. In Windstärke 6, Böen können wir so lassen. Das ist alles in Ordnung. Und dann starten wir einfach mal in Vikersund, um nur mal zu zeigen, wohin es doch irgendwann mal gehen kann. Schanzenrekord ist 185 Meter. Das machen wir jetzt einfach mal so 2-3 Sprünge. Was wollte ich eigentlich nicht machen, bevor wir nicht mal Skifliegen auch gemacht haben. Das ist jetzt ja eben passiert. Deswegen machen wir noch mal ein bisschen länger und versuchen mal ganz kurz richtig weit zu fliegen. Und wir sehen da schon schöner Aufwind, ruhiger Aufwind. Und das Material hier von Kimmo Kinnunen ist auch deutlich besser. Oh, ja, den habe ich jetzt schon vermasselt. Dann sehen wir mal, wie schön weit das gehen kann. Da vorne ist auch mein persönlicher Schanzenrekord, den ich mal hatte. Aber gut, das war natürlich gar nichts. 194 Meter ist ein Witz. Wo da die 20 herkommt, ist mir auch wieder ein Rätsel. Aber es ist hier beim Skifliegen relativ einfach, eine 20 zu bekommen. Weil man viel lange Zeit hat, einen ruhigen Anflug zu finden. So, jetzt muss es aber mal besser gehen. So, da war deutlich besser getroffen. Position eigentlich auch gefunden. Yo! Der war super. 216 Meter. Natürlich neue Bestwertung, neuer Weitenrekord. Der war super. Also machen wir jetzt noch 3 Sprünge, mal schauen, ob wir nochmal weiterkommen, weil da war noch nicht mal der perfekte Absprung drin. Auch die Balance im Flug ist noch verbesserungsfähig. 96,8 war aber schon sehr gut, aber wir sehen die anderen Werte. Da ist noch Luft nach oben. Vielleicht haben wir ja die 220. Schade, da wollte ich um. Ist ja wurscht, ob wir stürzen oder nicht. War eh kürzer und dafür gibt es noch eine 15. Naja, wahrscheinlich, weil wir außerhalb der Sturzzone gelandet sind. Naja. Aber ist schon geil. Also es macht schon echt Laune. Wie gesagt, das habe ich einmal bestimmt eine Viertelstunde, bevor ich überhaupt die Aufnahme begonnen habe, einfach mal so gemacht. Irgendwann, hupsa. Oh, naja, das wird jetzt schon schwierig. Hat der Ski kurz gebremst. Dafür haben wir einen Absprung gut getroffen, aber der Wind kommt seitlich. Nee, das wird gar nichts. Ich finde schön, dass immer nach der Landung noch Ziel gerufen wird, aber das war von vornherein vermurkst. Leider. Und die Windbedingungen waren auch leicht seitlich. Trotzdem natürlich noch ein guter Sprung, keine Frage. Da können wir mit unseren Springern nur von träumen. Aber solche Aufwindbedingungen sind natürlich auch super. Naja, jetzt hatten wir ein paar mal schlechtere Bedingungen, aber da war ich natürlich auch nach dem Absprung nicht gut genug. So, jetzt noch ein letzter Sprung und dann sehen wir uns versprochen in der neuen Saison wieder mit unseren 3 Jungs. Ich würde natürlich theoretisch noch viel mehr eigene Springer mit reinnehmen, dann wird das Ganze allerdings auch ein bisschen ewig. Deswegen, so hat man auch mehr Abwechslung drin, mehr Chancen. Ich glaube, 3 ist genau die richtige Wahl. So, und jetzt der letzte Sprung der Saison mit Kimmo Kinnunen und mal schauen, ob wir die 220 Meter noch knacken. Das wird nichts werden, dafür ist der Wind zu stark von der Seite. Ne, da waren wir noch dicht dran, aber das reicht leider nicht. 211,5 Meter, aber trotzdem immer ein guter Sprung zum Abschluss. Und wie gesagt, jetzt habe ich schon mal gezeigt, wo es mit unseren Springern noch hingehen wird. Quasi ein kleiner Blick in die Zukunft. Dann verabschiede ich mich mit Kimmo Kinnunen, dem hüpfenden Kimmo Kinnunen, auch ein toller Name, der geht runter wie Öl. Und dann sehen wir uns in der nächsten Saison wieder mit unseren 3 deutschen Jungs, dann in der Profiliga mit allen bekannten Stars, die unbekannte Namen haben. Ich freue mich, wenn ihr dann wieder dabei seid. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.